Meister Olof, der Schmied auf Helgoland, verlässt den Amboss um Mitternacht. Mein Name ist Stefan Unterleitner, bin Opernsänger aus Wien und ich durfte ein neues CD-Album aufnehmen, und zwar mit Löwe-Balladen. Warum Karl Löwe? Karl Löwe ist meiner Meinung nach ein ganz fantastischer Komponist. Er hat gelebt von 1796 bis 1869, also war ungefähr ein Schubert-Zeitgenosse, ist ein Jahr vor Schubert geboren und hat, so wie Schubert 500 Lieder komponiert hat, ungefähr an die 500 Balladen komponiert. Großartige Vertonungen, einerseits von Goethe-Gedichten, wie zum Beispiel der Erlkönig, den Schubert und Löwe zur gleichen Zeit im gleichen Jahr vertont haben, ohne voneinander zu wissen. Mein Vater, und siehst du nicht dort? Erlkönigstöchter am düsteren Ort. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die Alten. Und wir haben auch Prinz Eugen, den edlen Ritter. Wir haben aber auch ein paar ganz ausgefallene Stücke ausgewählt, die meiner Meinung nach ganz besonders schön sind. Einerseits Kaiserjagd im Wienerwald, andererseits der gefangene Admiral oder auch dieses ganz fantastische Lied Meeresleuchten, was man auch eher selten hört. Und was wir auf diese Platte gebracht haben. Da alle der Meinung waren, es wäre an der Zeit, ein reines Löwe-Album, also nicht ein Album mit Lieder und Arien unterschiedlicher Komponisten, sondern wirklich ein Album, das nur Löwe gewidmet ist, herauszubringen. Mein fantastischer Partner am Klavier ist der in Wien lebende gebürtige Chinese Yu Shen, ein internationaler Pianist, der ein besonderes Gespür auch für diese Löwe-Balladen entwickelt hat. Und wir haben es sehr genossen, diese Stücke einzustudieren und dann aufzunehmen. In diesem Sinne, hier ist das Album gerade angekommen. Ab 26. März überall im Handel, vorher auch schon im Download und Stream. Viel Spaß beim Anhören.